Mann, oh Mann, wir kommen gerade von der A61 Moseltalbrücke. Und da hatten wir Wind, Nieselregen, 5 Grad. Und bei dem Wetter soll man hier Tagfalter beobachten. Naja, schauen wir mal, was wir hier in Hudsonport finden können. Heute geht es um Zipfelfalter, Schmetterlinge aus der Familie der Bläulinge, die sehr verborgen leben und daher schlecht zu finden sind. Außer eben im Winter. So stehen nun eine Handvoll Schmetterlingsfreunde um 10 Uhr am Bahnhof Hudsonport. Alle sind guter Hoffnung, die seltenen Schmetterlinge zu finden. Natürlich fliegen diese Tiere nicht im Winter herum, sie befinden sich vielmehr im Eistadium. Also gilt es, die typischen Eiablageorte zu finden. Die Eier sind kaum einen Millimeter groß, was die Suche nicht gerade einfach macht. Glücklicherweise haben wir mit Daniel Müller einen orts- und fachkundigen Führer. Hudsonport, ein typisches Winzerdörfchen mit knapp 600 Einwohnern, liegt an der Untermosel, dem tief eingekerbten Taleinschnitt zwischen Cochem und Koblenz. Weinbau wird dort seit vielen Jahrhunderten betrieben und entsprechend wechseln sich an den Talhängen Rebterrassen mit Felswänden und unzugänglichen gebüschbestandenen Steilhängen ab. Der dunkle Moselschiefer heizt sich auch bei leichtem Sonnenschein rasch auf. Und so liegen in der Umgebung einige der wärmsten Plätze Deutschlands, was sich auch in der Tier- und Pflanzenwelt niederschlägt. Westliche Smaragdeidechse, Segelfalter und Diptam gehören hier zur normalen Ausstattung der Region. Und natürlich auch die Zielarten der Exkursion, der kleine Schlehenzipfelfalter und der Kreuzdornzipfelfalter, die in Westdeutschland an nahe Mittelrhein und Mosel ihren Verbreitungsschwerpunkt haben. Vorösterliche Eiersuche. Zu Beginn, gewissermaßen zum Üben, suchen alle Beteiligten nach den Eiern des Nierenfleckzipfelfalters. Die weißen Eier sind auffällig und liegen oft in den äußeren Astgabeln von Schlehengebüschen. Nach kurzer Suche waren die ersten Eier gefunden, notiert und fotografiert. Die Eier des Nierenfleckzipfelfalters sind creme- bis kalkweiß und besitzen eine auffällige Wabenstruktur. Sie wurden bereits im Spätsommer von den Schmetterlingen abgelegt. Die Raupen schlüpfen, sobald die Schlehen im Frühling verblüht sind, und fressen in erster Linie an den Blättern. Die nächste häufige und einfach zu findende Art ist der blaue Eichenzipfelfalter. Daniel erklärt uns kurz den typischen Eiablageplatz. Genau, das ist hier eine Raubeneiche. Wir sind hier immer noch an einem Südhang. Und in den wärmebegünstigten Lagen findet man in erster Linie bei uns hier an der Mosel die Traubeneiche. Und da können wir jetzt mal nach Eiern vom blauen Eichenzipfelfalter dran suchen. Der blaue Eichenzipfelfalter ist ja eine der häufigsten Tagfalterarten in ganz Deutschland. Nur ja, man bekommt die Art so gut wie nie mit, weil sie einfach immer nur in den Baumwipfeln unterwegs ist. Aber wenn man im Winter nach den Eiern von der Art sucht, dann findet man fast an jeder Eiche tatsächlich die Eier. Diese Art legt die Eier immer an die Basis von Eichenknospen, gerne auch an tief hängenden Zweigen. Die Eier sind aschgrau und auf den hellbraunen Knospen gut zu entdecken. Die Raupen schlüpfen im April, sobald sich die Eichenknospen öffnen. Sie fressen zunächst in den Knospen und später an den Blättern. Daniel erklärt uns nun, wie man bei der Suche nach dem Kreuzdornzipfelfalter vorgeht. Also wir haben hier zum einen einen voll besonnten Standort. Wir stehen hier an einem Südhang und es ist sehr felsig. Und was wir hier eben haben, ist eine Wirtspflanze. Das ist der Kreuzdorn, Amnus cathartica in dem Fall. Diese Pflanze, die hat eine recht dunkle Rinde, aber so ein bisschen silber überzogen. Und was ganz typisch ist, sind diese spindelförmigen, ja, dunkelblau-roten Knospen. Und es gibt bei älteren Pflanzen immer so wurmförmige Fortsätze von den kleinen Kurzsprossen. Und die Eier von dem Zipfelfalter sitzen dann in diesen Astwinkeln? Oder die Eier sind meistens entweder genau in den
Verzweigungen oder okay. aber selbst an den kleinen Ästchen dran. Die werden meistens in kleinen Gruppen abgelegt, so zwei bis fünf Stück. Manchmal okay. findet man auch ein paar mehr, also ja. nicht wie bei den meisten anderen Zipfelfalterarten, die die Eier einzeln ablegen. Alles klar. Ja, dann begeben wir uns mal auf die Suche. Ne? Genau, ich habe direkt im Drogeriemarkt meines Vertrauens eine Nahbrille gekauft, ne? So dass ich jetzt hoffentlich auch was sehen kann. Die wirst du brauchen, weil die Eier sehr klein sind. Prima. Gut. Dank Daniels Hilfe wurde rasch eine ganze Anzahl Eier gefunden. Hier sogar eine Gruppe von insgesamt 8 Eiern. Auch bei dieser Art harren die Raupen mit dem Schlupf aus, bis die Blätter des Kreuzdorns austreiben. Nachdem wir noch einige Eier von Nierenfleck-Zipfelfaltern und Kreuzdorn-Zipfelfaltern an dieser spektakulären Stelle gefunden hatten, mussten wir für die nächste Art den Ort wechseln. An der Kapelle oberhalb von Pommern ging es weiter steil bergauf. Mittlerweile krabbelten die Exkursionsteilnehmer am Steilhang im Gehölzaufwuchs herum. Endlich entdeckte Volker Lang auch die vierte Art auf unserer Wunschliste. Der Suchauftrag lautete: an der Unterseite von niedrigem Schlehenaufwuchs, bodennah, an heißen Stellen. Das einzelne Ei des kleinen Schlehenzipfelfalters wurde dann von allen Teilnehmern ausgiebig bewundert. Weiter ging es zum Dortebachtal in Klotten, neben der Brauselei in Cochem wohl der berühmteste Schmetterlingsplatz an der Untermosel. Hier wurde schon nach wenigen Sekunden ein Ei des Ulmenzipfelfalters entdeckt, das aussieht wie ein winziger Diskus. Zielart Nummer 5 war im Kasten. Die Eier werden auf der Oberseite blühfähiger Zweige an die Basis endständiger Knospen gelegt. Dabei sind die Falter meist zu Fuß unterwegs. Die jungen Raupen schlüpfen im zeitigen Frühling, sobald die Ulmenblüte beginnt. Zum Abschluss des Tages kam dann aber doch noch die Sonne zum Vorschein und auch das Gekraxel war vorbei. Die letzte Exkursionsstrecke im Pommernbachtal war ein normaler, steigungsfreier Waldweg. Hier zeigte uns Daniel Müller ein Hibernarium eines seltenen Schmetterlings an einem unscheinbaren Heckenkirschenbusch. Der kleine Eisvogel überwintert als winzige Raupe in einem zusammengesponnenen Blättchen. Nur wer sehr genau hinschaut, kann die Dornen der Raupe erkennen. Wer das jedoch einmal gesehen hat, der vergisst es nie wieder. So, abschließend noch ein kleiner Fototipp. Um die Eier schön fotografieren zu können, könnt ihr einfach hier so ein 24 mm Weitwinkelobjektiv benutzen. Das ist ja so gerechnet, dass man vorne viel Bild drauf kriegt, also einen weiten Bereich, einen Weitwinkel eben. Und das wird dann hinten als Bild sehr nah hier vorne abgebildet auf dem Chip. Wenn ihr dieses Objektiv hernehmt und kauft euch für wenig Geld so einen Umkehrring und schraubt den hier vorne drauf, dann könnt ihr das Objektiv umgekehrt dran machen und dann sehr kleine Dinge, die sich hier vorne befinden, sehr groß hier drin abbilden. Hat sich bewährt. Man muss allerdings mit einem Blitz arbeiten und was noch wichtig ist, ihr habt ja die Blende hier. Die Blende muss man eben entsprechend von Hand mit einem kleinen Knödelchen Papier zum Beispiel festklemmen. Und schon habt ihr ein super Makroobjektiv.